Okay, let's go. Meine Güte. Hm? Ich hab wahrscheinlich wieder locker am wenigsten Schaden gemacht in der Runde, weil ich einfach nie Schaden mache. Jetzt kommen die von ganz woanders. Ist das herrlich. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, aus dem Platz. Na wohl, da hinten können wir. Auch nicht wirklich. Kannst du die Linie bauen, aber mehr nicht. Ja, die Linie und dann nochmal da links runter. Hier runter. Oh, eher aufgefallen, alle in der Reihe. Ja, wir haben Zeitlimit. Leute. Gott. Oh. Okay. Gatling, glaube ich. Was kommt da raus? Jo, Gatling. Das war die. Du die mal. Mach ich mal. Nimm das auch. Das sollte ich eigentlich gar nicht, aber. Also, ich wollte doch eigentlich. So, nee, jetzt auch egal. Wo noch Geld reinstopfen? Hier, ich brauche noch 20 für die Gatling. Wo? Für die Gatling, hier. Okay. Wieso ist da unten eine Plattform? Es geht. Wo kommen die raus nochmal? Da. Aus Spalt. Spalt? Nee. Nee, oder? Aus dem 1-9. Oh. Hoffen wir mal das Beste. Oh. Naja, dein Verfell kannst du sonst nicht hinschieben. Ja, den Krieger kriegen die Minen. Oder der läuft durch, als wäre es nix. Fuck, verkehrt. Schon, Meet Agro. Puh. Was der Bauer nicht kennt, was denn? Oder kann es sein, dass man dieses, was der Bauer nicht kennt, nur bekommt, wenn man mit der Zweitwaffe überhaupt nicht gekämpft hat? Kann sein. Möglich. Hast du die echt gar nicht verwendet in dem Fall? Ja, ich habe die ganze Zeit nur hier runter grenadiert. Ach so. Tesla hat ja bisher nicht genug Reichweite. Jetzt kommen alle drei. Und die. Ja. Leid ihr mal. Schau auf die Minimap. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin nach Hause. Oh nee, das wird jetzt richtig, richtig schön einfach. Praktisch muss sich jeder um einen Ausgang kümmern. Da ich sofort sterben werde und ich sofort sterben werde, muss ich eigentlich jeder um einen anderen Ausgang kümmern, außer den eigenen. Ja, ich hab hier unten eigentlich überhaupt keine Verteidigung. Und ja, unten kommen Kampfläufer und Spucker raus und alles. Kampfläufer, echt? Ja. Wieso steht hier ein Block? Ja, weil ich den platziert habe. Ansonsten habe ich ja hier nichts. Warte mal, hier habe ich Schnorchler. Mit denen kommst du ja, glaube ich, mit der Rifle am besten klar, ne? Warum hast du den denn nicht hier hin platziert? Warum platzierst du den nicht hier hin? Snow! Ich rede aber gerade mit Markus. Kannst du auch wenn ich das sehen würde. Da. Weil ich meine, die laufen doch hier lang eigentlich praktisch.
Ja, aber hier ist nicht bebaubare Fläche. Das hier aber ist doch hier. Ja, aber dann laufen sie so. Sind ja immer noch Wege. Also rein theoretisch ist hier unten wirklich der Großteil. Ja, obwohl die hier kann man noch abblocken. Dann ich meinte ja nicht abblocken, ich meinte, dass du da dann einen Turm auch draufstellen kannst, deswegen. Hm. Problem ist eben nur, dass ich... Aber sind diese Mini-Viecher die ganzen, sind die nicht wirklich am ehesten mit Flächenschaden zu besiegen? Ja, weil die Mini-Viecher triffst du mit einer Rifle fast gar nicht, das habe ich gelernt. Ja, also aber du kannst sie gut wegpullen und dann werden das drauf zielen. Ein Schütze kriegt das hin. So eine Witzfigur am MG wie ich schafft das nicht. Die schafft es, sich selbst umzubringen, indem sie irgendwo raufspringen will. Ah! Oh. Das ging doch bei den Bäumen auch. Oder irre ich mich da? Was? Dass du da die Schnorchel und den ganzen Kleinkram wegpullen konntest. Das ging so insofern eher schlecht als recht. Weil ich glaube, 3 habe ich abschießen können, der Rest ist in mir explodiert und ich bin, glaube ich, in kürzester Zeit 20 Mal gestorben. Okay. Das wäre ganz cool, wenn ich hier unten noch ein paar Blöcke kriegen könnte. Ich habe keine mehr. Ich habe bis jetzt nur einen. Denk ich hier. Puh. Wie viel Lehm hat der Kern eigentlich noch? 3980. Jo, passt. Ist ja noch fast voll. Ja. So, ich könnte noch eine Gatling setzen. Oder machen so. Willst du da unten noch einen anderen Turm haben, den ich vielleicht noch habe oder so? Oh, ich werde vielleicht so keine Ahnung. Irgendwas Starkes vielleicht nur. Ich habe den Raketenturm. Boah, warum nicht? Dahin oder? Übrigens, das Portal, ich habe den Drohnenturm, ja, den Blitzturm, die Gatling und das ACP. Ja, ich glaube, das ist ziemlich gut. Die hat ja eine normale große Range, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Soll ich die gleich mal upgraden, oder? Jo. Er ist schon upgraded. Mir fehlen 5 Punkte für das nächste Upgrade. Oh, die hast du sogar noch. Wir können die noch einmal exakt upgraden. Ja, passt. Wo? Ja, die Kanone. Ja. Raketending. Das war's wert. Du hättest die auch gleich in den Raketenturm packen können. So. Okay. Gut. Wer geht wohin? Ich gehe, glaube ich, noch zu den kleinen Schnorchlern, weil du mir das ja so angedroht hast. Nicht angedroht, aber ich hatte jetzt so den Eindruck, dass du damit gut klarkommen bist. Wenn du meinst, es geht schlecht, dann gehe ich da halt hin. Weil ich habe ja vielleicht einen Schaden so indirekt. Ich kann das machen. Na gut. Überleg gerade, wenn ich hier stehe, hier auf diesem Punkt ist man komplett sicher von den Schnorchlern. Schnorchlern. Mhm. Dann mache ich hier die Kreischer. Ich überleg gerade. Apropos Kreischer, hier sind noch Minen. Ja, mach mal. Wenn ich den Rechtsklick verwende. Also den. Ich überleg gerade, der Rechtsangriff der Plasmawaffe, was macht der nochmal? Plasmawelle, also so ein stärkeren Angriff. Das ist praktisch einen starken Schuss hast, der irgendwie 10 Munition und so aufbraucht. Mhm. Okay, das ist doof. Der Rechtsklick von der Dings schmeißt ja mehr oder weniger so einen Flächenschaden-Granatenteil. Ich überleg gerade, ob der mehr Sinn macht bei den kleinen Viechern. Muss ich sehen. Vor allem, weil ich muss die eigentlich... Nee. Hier unten liegt auch noch eine Mine. Hier unten, ja, das ist super. Dann nimm die mit und leg die woanders hin. Mhm. Und erzähl dich, dass die da liegt. Ich leg die aber zu mir runter. Ja. Ich stell den Raketenturm hier mal auf Meister Gesundheit. Dann müsst ihr... Wisst ihr was? Ich hätte eine Sache auf jeden Fall machen sollen. Ja. Ich hätte mir doch die Klempnerschuhe anziehen sollen. Okay. Ist mir aufgefallen, wenn ich 20.000 mit den kleinen Viechern um mich rum, aber einfach mal reinhüpfe. Mehr, die werden nicht viel mehr als 4.000 Leben haben. Ja, und dann noch Leichtexplosion dazu. Boah. Wäre super. Ja. Kettenreaktion. Jai. Wenn ich drüber nachdenke, könnte ich mit einem Sprung den Kern zerstören. Was? 4000 Schaden. Okay. Ja gut, wenn wir es nicht schaffen, was ich nicht hoffen will, dann kannst du das nächste Mal ja machen. Kern zerstören? So. Nee, kann ich mir Schuhe auswählen. Ja. Also fangen wir an? Von mir aus? Ja. Auf Pech und Versterben?
Fuck. Also hier unten ist es fast zu halb. Ich komm gleich. Das müssen wir jetzt alle sagen, ich finde ich. Bei mir kamen die ersten mit den kleinen Viechern durch. Aber ich renne hinterher, das ist alles in Ordnung. Das ist fertig, okay. So, wem soll ich jetzt zuerst helfen? Ihm. Ja. Die sind am Kern, ich beschäftige den Krieger. Die sind schon am Kern, okay. Hier ist keiner mehr am Kern. Ach, unten? Ich renn schon hin, weil meine Welt ist durch. Kampfläufer kommt auch. Ich bin am Kampfläufer dran. Ich bin am Kampfläufer, also. Haben wir den Raketenturm, kommt hier gut hoch. Übrigens, ist das sehr toll, dass die Explosionen von deinen Raketen mir den Aim wegblasen, ne? Das ist unglaublich super. Ich versuche zu zielen und dann schieße ich plötzlich ganz woanders hin. Tut mir leid. Und wie dir das leid tut. Wollte dir auch leid tun. Ja. Also ich muss sagen, mit den Spuckerviechern bin ich gut fertig geworden. Jo. Also die passt. Gatling da, die macht sich ziemlich gut gegen die Spuckerviecher. Ah, jetzt kommt bei mir ein Stoker. Ja, der ist nicht das große Problem. Ah, und 25 von diesen Rennviechern. Die kümmern sich ja um einen nicht, die kann ich nicht aufhalten, da kann ich nur reinschießen und hoffen, dass... Ich ja. Ja, diese kleinen Läufer. Die kleinen, ja. Puh. Ich meine, einfach mal für vorerst stelle ich hier noch eine zweite Gatling hin, ne? Mhm. Ich überlege gerade, wo am besten. Die laufen auch nochmal hier vorbei, also packe ich die mal hier hin. Wenn ich mir noch 20 Punkte gleite, mache ich die gleich auf Level 3, dann habe ich auf jeden Fall meine Seite recht sicher. Mhm. Komm. Danke. Nee, ich hab schon. Okay. Brauchst du da unten noch Türme? Also Plattform? Wäre nicht schlecht, ja. Das ist meine. Ich kann hier oben eh nicht bauen. Wirklich bauen kann ich hier oben eh nicht mehr. Und dem Ehen. Ich sollte hier mit oben relativ gut fertig werden. Hoffe ich doch. Weil ich mich eigentlich nach da ein erstaunlich gutes Schussfeld habe. Ich glaube, nächstes Mal sollten wir direkt hier anfangen mit den Türmen und nicht erst unten. Weil hier treffen die sowohl, was heißt sowohl, die treffen hier zwei Löcher und da unten nur eins. Ja, wir können ja eigentlich auch wiederverwerten. Ja, aber jetzt nochmal umbauen ist, glaube ich, ein bisschen was viel Aufwand. Einfach mal den Detailgrad auf minimal stellen, in dem Fall. Weil dann nämlich dieser blöde Wind von den Ventilatoren ausgeschaltet ist. Okay. Weil da mal reinzuschauen und den Gegner nicht zu sehen, der hier vor mir läuft, ist das extrem unpraktisch. Jetzt läuft mein Spiel unglaublich flüssig und ich habe freie Sicht und die Ventilatoren sind auch so sichtbar genug. Ja. Vielleicht noch 10 Punkte, dann wäre der Kanonenturm Level 3. Ach, dann hat er noch 170, dann kann er immer noch was upgraden. Ja, Moment, ich muss gerade freies Sichtfeld bekommen, um dir die zu geben. Wo führt der hier eigentlich hin? Das sollte ich mal wissen. Bist du überhaupt da? Der führt oben auf die Plattform, okay. Gibt's irgendeinen, der direkt zurückführt? Wo führt der hin? Der führt relativ direkt zurück, ja. Gut, danke. Cool Ding. So. Die Wertung soweit? Ja, Moment, ich überlege noch, wo ich jetzt den Blitzturm am besten hinsetze, oder? Wird wahrscheinlich ein Blitzturm sein. Du kannst einfach was upgraden nochmal. Nein, der braucht schon 190 bei mir hier, okay. Okay, this might work. Wohnturm. Oh, habt ihr die Minen schon gesetzt, die da waren? Hab ich schon, ja. Okay. Ah, da kommen auch nochmal Läufer raus, kleine Läufer. Bei dir, okay. Mhm. Was kommt bei dir unten raus? Noch ein Kampfläufer. Zwei. Mhm. Oh mein Gott. Und Kämpfer.
Gut, also meine Reihe sollte ich recht relativ schnell durchhaben. Den helfe ich dir bei den Kampfläufern und dann machen wir am Ende gemeinsam den Soaker, der dann ganz langsam seines Weges geht bei mir. Okay, dann mal los. Okay, und Verderb. Sind ja schon auf der Hälfte, sehe ich gerade. Ist ja schon die fünfte Welle. Okay, bei mir kommt ziemlich viel durch. Ja, da kommt viel Kleinkram. Ich weiß, ich habe die nicht alle kaputt gekriegt, weil die einfach wirklich zu schnell sind für meinen Fall. Gut, ist ja egal, dafür bin ich stabilen Kern. So, da ist irgendwas. Eben, weil die sind auf jeden Fall alle halb tot, also das ist nicht mehr der Fall. Bei mir nicht. Unten ganz richtig. Gleich da. Na gut, machen wir mal kurz mit. Dann haben wir den Schwamm gleich down. Der ist schon halb, der ist schon fast tot. Was ich? Ja, okay, der ist down. Der Kern hat noch 2500 Leben. Ich bin auf dem Weg. Kampfläufer ist jetzt hier. Geh mal einen Schritt beiseite. Danke. Der Kern sieht schon ungesund aus. Wir halten ja rein, so ist nicht. Vorsicht. Es gibt keine Vorsicht, wir müssen einfach reinhalten jetzt. 1800, hui. Nächster. Hallo. Ich sag mir eben Vorsicht, weil durch Beschwerden das verzieht. Das war okay, diesmal ging das. Diesmal war nicht so weit genug weg. Weil das mir mehr oder weniger von der Front auf den gezielt, während ich da. Geh schon drauf! Zeit. Oh Gott. Boah. Ich brauche hier unten mal einen Blitzturm am besten. Blitzturm, gerne. Und bei mir raus, 8 große. Mit denen kann ich wenig anfangen. Moment, wo war das jetzt da? Was kommt bei dir unten raus? Gar nichts mehr, oder? Oh! Boah. Ja, okay, dann war das. Bei dir kommen 5 Flieger und 8 große, okay. Ist die Frage, kannst du dann zwischen mir und ihm unterstützen? Mhm. Er hat mehr Türme, deswegen. Ja, geh erstmal zu ihm. Abgesehen davon, ja, andererseits, ich meine, die 8 kriegst du, glaube ich, auch so weg mit den Türmen da. Ich nicht. Okay, ich mach einfach zu weit, einfach fast keinen Schaden an denen. Ist gut, dann macht ihr das zusammen. Genau, vielen Dank. Und die hauen mich mit 2-3 Schlägen kaputt. Lass mich auf die mittlere Plattform, so. Bauen wir dann in der nächsten, freien Phase weiter, ne? Ja, Moment, ich lass hier noch was demien. Nicht vielleicht noch Türme bauen, oder? Ich kann diesen einen Turm noch upgraden, der steht hier nämlich gerade so schön. Baue ich für die kurze Zeit hier noch eine Gatling hin. Kann ich jederzeit wieder wegnehmen, ich will sie nochmal kurz hier haben. Bin soweit. Ich gleich auch. Ja, ich spare es gut. Für eine Gatling dann. Du stehst hinter mir? Ja, du stehst hinter mir, okay. Mhm. Gut, dann Walkers. So ungewohnt wieder mit Steuerung zu zielen, ne? Das ist. Ich bin wieder rechtsklick zielen gewöhnt. Ja, jetzt kommt die noch gar nicht. Kommst du? Dann geh kurz mal zu ihm. Jetzt kommen die bei mir erst. Na gut, ich geh wieder. Bei mir sind die schon tot, alles in Ordnung. Also die ersten beiden. Hoppa. Nachher dieses Rockjumping. Ich will doch eigentlich gar nicht. Ah.
Oh. Nee, keine. War alles gut. Es war jetzt nur, weil ich runtergefallen bin. Puh. Wie sehen die Kerne aus? 25 Kämpfe und 2600 und du stehst mir schon wieder im Weg. 4000. 8 Kämpfer und 2 von den Viechern bei mir. Größte Gefahr ist wieder unten, schätze ich. Ja. 25 Kämpfer. Ja. Dann geht ihr beide runter, dann versuche ich mal hier oben die Teile hinzukriegen. Ich überleg grad, sind das andere die Spucker oder was ist das? Ich kann gerade nicht raus. Die 2 bei mir, was ist das genau? Das sind. Ne, sind keine. Am Platz sind keine Flieger. Eben, was sind das für Viecher? Das sind die richtigen Kämpfer, die großen. Ah, ach stimmt, das ist ein Arm von dem. Ja, die werden so schräg dargestellt. Jetzt sehe ich das. Gut, das heißt, unten ist eigentlich wichtiger. Eigentlich musst du ja die Minen tragen, egal. Muss ich nicht. Doch, so steht es in der Videobeschreibung. Die Videobeschreibung lügt nie. Ich trage den Minentarigaturm, also. Okay. Ich baue da mal einen. Ja, das ist ein slower Ausbau. Und eine Gauss. Braucht ihr da unten noch Türme? Wir haben eh nur noch einen frei. Ja, aber Plattform vielleicht. Aber Plattform habt ihr auch genug, sehe ich gerade. Ja, es geht. Ich glaube, ich baue mal hier eine Gauss hin, oder? Das trifft dann alles. Ja, Moment. Ich habe noch so viele Plattformen. Ja, ich baue das aus. Jo, mach du mal. Die dürfte dann so ziemlich alles treffen. Ja, ja, das geht gut. So, wenn wir jetzt noch deine restlichen Punkte haben könnten, oder ein paar davon zumindest. Klar, schon. Ich, einmal die Türme kannst du auch haben, wenn du willst. Okay. 170 brauchen wir noch. 310. Weil ich hab. Eigentlich, warte mal ganz kurz. Der Gatling-Turm steht hier eben uns los. Der steht da echt blöd. Also ihr habt noch einen freien Platz, wenn ihr unbedingt braucht. Brauchen wir gerade so nicht unbedingt. Ich kann auch die Gatling einfach hier mal hinsetzen, so ist nicht. Oh, warte. Nee, doch nicht. Da. Ich hoffe gerade, dass die bei mir zuerst kommen. Ich glaube, bei dir ist nur irgendein Turm auf Level 2. Nein. Doch, der Slower. Ich hab einen Slower bei mir stehen, wo? Also, da wo du vorher warst. Wo war ich vorher? Links. Ja. Da. Wir haben nur noch einen Turm zum Platzieren, ne? Naja. Ich weiß. Ja, hier ist noch ein Slower. Ich muss nur bedenken, ich habe hier einfach nur 2 Gatlings stehen und einen Raketen-Kanonenturm, ne? Also. Ja, ich glaube, die eine Seite ist ein bisschen sehr stark bebaut. 9 voll ausgebaute Türme und die laufen dann nochmal durch Corby durch. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich sehe gerade, bei dir kommen ja auch 2 von denen und denen raus. Hm. Ja. Was nehmen wir noch raus? Ja, ich kann die Gatling hier rausnehmen, weil die bringt dir nicht viel. Mhm. Schließlich große Gegner. Ich hab hier Zack. Auch 2. Okay. Ich hab hier auch 2 Gatlings stehen. Überleg gerade, ob ich eine austausche gegen was anderes, weil ich hab hier auch die beiden ganz großen. Was könnte man hier unten noch hinbauen? Theoretisch ein ACP, aber der ist so laut. Ja, da der ist nur laut, wenn er in der Nähe ist. Da werden wir eh nicht hinkommen. Nur am Anfang. Hier, da wo du stehst, circa. Da brauche ich nochmal Punkte für. Achso, sorry. Vergessen. Kein Problem. So, hier. Ja. Okay. In der Hoffnung, dass der wirklich nicht allzu laut ist, ne? Ansonsten wird er wieder abgebaut. Ganz rigoros. Naja. So, ich wäre fertig. It's time. Ich auch. So, also, wo soll ich jetzt? Ich soll mit Markus kämpfen, oder wie?
du hast deine eigene Stelle, die du überwachen musst. Schau mal. Also doch, jetzt okay. Ich dachte, du hättest jetzt übernommen. Wir beide werden sofort zu Markus runtergehen, wenn unsere Sachen recht sicher sind. Ja. Was fast unmöglich ist, weil die Großen einfach viel zu viel Leben haben. Bei mir. Je nachdem, wir werden ja sehen, wo am meisten Probleme stattfinden.